Nach dem US-Feiertag beginnen die Aktienmärkte relativ nervös. Wir sehen tiefere US-Futures, tieferen DAX, tiefere europäische Aktienmärkte also. Und wahrscheinlich sind es drei Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Erstens hat Donald die Vorwahlen in Iowa ziemlich klar gewonnen. Das unterstreicht, dass er absoluter Favorit ist bei den Republikanern, sich sehr wahrscheinlich durchsetzen wird. Und dann eben damit eine erhöhte Wahrscheinlichkeit verbunden ist, dass Trump wieder Präsident wird. Das aber bedeutet geopolitische Unsicherheit, weil du bei Seth Donald nie weißt, was er im nächsten Moment macht. Nicht gerade berechenbar. Volatilität an den Finanzmärkten würde das auslösen. Bin gespannt, wie in ein solches Setup der Elefant im Porzellanladen Trump reinpassen würde. Das könnte durchaus sehr interessante Folgen haben, auch gefährliche Folgen möglicherweise. Trump ist ja wie so ein Pokerspieler, der alles auf eine Karte setzt, geht meistens gut, aber wenn es mal nicht gut, dann ist es vielleicht unschön. Dann, zweiter Punkt, warum die Aktienmärkte heute ein bisschen unter Druck sind, das sind Aussagen von EZB-Mitgliedern, vor allem in Davos, jetzt auf dem Wirtschaftsforum, wo es Tenor ist, dass die Zinsen eben nicht so schnell sinken dürften, wie die Märkte erwarten. Und drittens Geopolitik. Nach erneuten Houthi-Angriffen, nach Angriffen der iranischen Revolutionsgarden in Erbil, unmittelbarer Nähe von dem US-Konsulat etc. etc. Schauen wir uns die Gemengelage mal an. Hier eine Bloomberg-Headline, Dollar rises to one month high, also fast höchster Stand seit einem Monat, asiatische Märkte tiefer. Hier heißt es eben auch, die Treasury Yields steigen, die Staatsanleihenrenditen, weil eben hier hawkische Kommentare durch die EZB passiert seien. Und hier verweist man auch auf die geopolitischen Konflikte im Roten Meer als Risk-Off-Sentiment-Treiber. Also hier wird Trump noch nicht genannt, weil dies ist ein bisschen später gekommen. Insgesamt, was die UBS sagt über die Klienten oder die Schweizer, die sagen, ja, viele erwarten einen Rückgang, einen Pullback von 5-10% beim S&P 500. Also bleiben sie unterinvestiert und sehr gehedged. Die meisten Gewinne, die man eigentlich für 2024 hat erwarten können, sind schon im Ende 23 passiert mit dieser massiven Rallye. Deswegen tun sich manche schwer, hier noch sozusagen Risikoassets auf diesem Niveau zu kaufen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was die Instis derzeit beschäftigt. Naja, das war schon ein sehr großer Schluck aus der Pulle und insgesamt, nämlich mit dieser Rallye und insgesamt stellt sich eben die Frage, ob die Märkte hier zu weit gegangen sind, wenn sie bei der EZB mindestens 4-5 Zinssenkungen erwarten, bei der FED sogar 7 Zinssenkungen. Und hier gestern zum Beispiel Laney, der als ziemlich dovish, oder Lane, Chefvolkswirt der EZB, der als ziemlich dovish gilt, der warnt hier vor zu großer Eile. Dann Holzmann, der Österreicher, der sagte, also es könnte sein, dass die Zinsen in 2024 überhaupt nicht sinken, weil die Inflation so hoch ist und die sei auch unterstützt und getrieben durch die Geopolitik. Wir sehen jetzt hier, er meint damit vor allem diese Geschichte im Roten Meer mit den Houthis. Wir sehen hier, der Iran hat jetzt ballistische Missiles eben Erbil nach Erbil entsendet, Kurdistan. Irakisches, also praktisch kurdisches Territorium im Irak und auch auf Syrien, hier vor allem die iranischen Revolutionsgarden direkt, die haben das auch klar gesagt, dass sie das gewesen sind. Also das zeigte, dass diese Geschichte sich ausweitet, dass der Konflikt mit dem Iran damit wahrscheinlicher wird, durchaus eben jetzt mehr in den Fokus gekommen ist durch diese Angriffe. Insgesamt ja gestern wieder ein Schiff getroffen worden, unweit der jemenitischen Küste, und man muss schon sagen, also da sind so ein paar versprengte Rebellen, so ein paar Freaks, in Anführungszeichen, die schaffen es also, den Welthandel jetzt durchaus echte Probleme zu machen, denn es dauert ja viel länger, verursacht höhere Kosten mit diesem Umweg um das Kap der guten Hoffnung, und Javier Blas bringt es auf den Punkt, wer ist am meisten betroffen? China und Europa. Das ist genau der Punkt, denn die meisten Probleme entstehen auf den Routen nach Nordeuropa, also das, was dann zum Beispiel in Hamburg angelandet wird, was in London, was in
verschiedenen Rotterdam angelandet wird. Also das ist genau das Problem. Und vor allem China hat ein Interesse, eben seine Waren nach Europa zu bekommen. Jetzt vor Beginn des Neujahres. VW zum Beispiel hat anders als Tesla die Lieferung vorher schon umgeleitet und vermeidet damit Unterbrechungen. Vor allem diese Just-in-Time-Produktionen haben ein Problem. Also wo du praktisch kaum Lagerhaltung hast, sondern du bekommst das Zeug rein, wird sofort verarbeitet, bekommst Zeug rein, wird verarbeitet. Lagerhaltung ist teuer, kostet Geld. Will man nicht, aber insgesamt für die Schiffsindustrie, für die Reedereien ist das gewissermaßen ein Segen. Das sah ja ziemlich schlecht aus, damals die Containerfrachtpreise massiv abgestürzt. Jetzt sieht das wieder komplett anders aus. Wir haben jetzt für einen 40-Fuß-Container haben wir locker über 10.000 Dollar, die hier zu bezahlen sind. Tendenz immer weiter steigend, das eben grundsätzlich inflationär. Das hat Holzmann von der EZB nochmal klar betont und das sehen wir übrigens auch in den Break-Evens, also in den Inflationserwartungen, die praktisch von Märkten bepreist werden. Die US Break-Even Inflation Rate, das ist hier ein deutlicher Anstieg, nachdem es lange, lange nur nach unten gegangen ist. Das heißt, die Märkte antizipieren einen Wiederanstieg der Inflation, wohl zu Recht. Und dazu mehr. Jedenfalls sehen wir jetzt in Iowa, wenn wir zur Politik kommen, dass Trump ziemlich klar gewonnen hat mit 51%. DeSantis bei 21, Haley bei 19, Ramaswamy bei 7,7. Ramaswamy hat dann gleich seinen Ausstieg erklärt aus diesen Vorwahlen. Er wird Trump unterstützen, so hat er gesagt. Das kommt nochmal dazu jetzt für Sir Donald. Aber Sir Donald hätte durchaus nicht einen ganz glatten Durchmarsch gegen Biden. Glaubt man hier dieser Befragung von The Hill? Und dann wäre das relativ knapp. Dann wäre Trump bei 50 gegenüber Biden 48%. Aber Biden würde gegen alle, auch vor allem gegen DeSantis und vor allem gegen Haley, deutlich verlieren. Also das zeigt sich, dass derzeitige Präsident Biden für die Demokraten ein echtes Problem ist. Er ist jetzt nicht der Kandidat, der irgendwie die Massen begeistert, der diesen Appeal hat. Die Leute sagen, er ist zu alt, nicht zu jung, zu senil und hat sozusagen irgendwie keinen Spirit, hat nicht diesen American Spirit, den die Leute oder viele Amerikaner sich offenkundig wünschen. Kommen wir zurück zu den Aktienmärkten. Wir sehen hier Positionierung im S&P 500. Ziemlich bullish, Asset Manager so bullish wie seit Anfang 2021 nicht mehr. Auf der anderen Seite sehen wir Insider-Transaktionen extrem krass. Sales to Buys 145:1. Das heißt, wir haben ein extremes Übergewicht von Insidern, die verkaufen, statt zu kaufen. Normalerweise sagt man, alles unter 12:1 ist bullish, alles über 20:1 ist eher bärisch. Jetzt sind wir 145:1, also extrem geringe Insider-Käufe, extrem viele Insider-Verkäufe, selbst Goldman Sachs, die tendenziell ja immer bullish sind zurzeit, sagen ja, also diese Long-Positionierung ist ein bisschen crowded und das erhöht das Risiko eines Rückschlags, wenn eben mal etwas nach unten kommt und dann Stops fliegen zum Beispiel, vielleicht weil Tesla, die Aktie ja schlecht drauf ist und jetzt kommt Elöne und sagt, also ich möchte mindestens 25% Anteil an Tesla. Bisher hat er 13, sonst könnte er vielleicht auch was anderes machen. Also das ist indirekt die Ansage, wenn ich nicht mindestens meine Anteile verdopple oder meine Anteile verdopple von 13 auf 25%. Er begründet das mit KI und solchen Geschichten. Na, KI ist gerne genommen, gell. Brauchen Sie irgendwas, dann können wir das begründen mit KI. Ne? Ich mache mal eine Beratung, KI-Beratung, wo ich sage, naja, wir können alles argumentieren mit KI. Gell? Ich brauche mehr Anteile, bitte KI. Ne? Also das ist überhaupt kein Thema. Jedenfalls die Aktie vorbörslich auch wieder unter Druck, am Freitag schon unter Druck von Tesa. Heute im Fokus Morgan Stanley und Goldman Sachs bei den Bankenberichtssaison geht ja weiter. Sonst ein paar andere eher aus der zweiten und der dritten Reihe. Mal sehen, ob diese Woche typisch ist für das, was normalerweise nach dem Martin Luther King Day passiert. Ja, tendenziell negativ die Performance.
wie ich schon mehrfach dargestellt hatte. Kommen wir nach China, auch hier schwache Aktienmärkte. Der Hang Seng ist unter der Marke von 16.000 und das, obwohl China den institutionellen Investoren des Landes, den chinesischen institutionellen Investoren des Landes gesagt hat, verkauft keine Aktien. Da will man ein bisschen Beruhigung haben, offenkundig. JP Morgan aber sagt, Indien ist die Nummer 1 derzeit in Asien, was die Sexiness der Aktienmärkte betrifft. Und die Investoren dürften nicht nach China zurückkehren, wohl in diesem Jahr. Chinesische Banken haben jetzt übrigens die Dinge mit den russischen Banken deutlich verschärft. Man macht also weniger mit russischen Banken inzwischen, weil die USA gedroht haben, sonst wird es für diese chinesischen Banken im Dollarraum zunehmend schwer. Hier sehen wir übrigens mal Indien in Relation zu China, praktisch auf einem neuen Allzeithoch, was die Valuation betrifft. Also China verkauft ab, Indiens Aktienmarkt steigt und steigt ja immer weiter. Typisches Herdenverhalten. Erste meinten alle, boah, China ist das ganz heiße Ding nach Ende des Lockdowns. Alle rein, jetzt alle raus aus China, jetzt alle rein wieder nach Indien, irgendwann wieder alle raus aus Indien, bla bla bla. Sie kennen diese Geschichte. Wir haben, wenn wir jetzt nach Deutschland kommen, die Verbraucherpreise aus Deutschland bekommen. 5,9% im Jahr 2023 gegenüber dem Jahr 2022. Das ist zwar geringer als 2022, aber es ist doch durchaus sehr bemerkenswert, denn das ist immer noch die zweithöchste Inflation seit der Wiedervereinigung in Deutschland. Also damals waren wir bei 6,9%, jetzt sind wir 5,9%. Nach wie vor ziemlich viel Inflation, muss man sagen. Und durch diese ganzen geopolitischen Dinge scheint es möglicherweise nicht besser zu werden, zumal eben hier die Stimmung in Deutschland auch in der Industrie jetzt sich langsam verschärft. Wir irrlichtern durch die Energiewende, sagt die Industriegewerkschaft, die sonst jetzt nicht unbedingt für krasse Formulierungen und Polemik bekannt ist. Aber über ein Drittel der Beschäftigten bangen um ihre Jobs, eben aufgrund des ökonomischen Umfelds. Und das ist ja der Punkt, langsam so ein Stück weit, langsam Schritt für Schritt kommt Wirtschaft als zentraler Faktor so langsam wieder ins Bewusstsein der Leute. Und überholt so ein bisschen den Klimawandel, dieses Thema, das ja allgegenwärtig ist. Jetzt in Davos gibt es einen Bericht bei diesem Weltwirtschaftsforum, bedrückende Prognose bis 2050. Millionen Tote durch Klimawandel, Dürren, Hitzewellen, Überschwemmungen und so weiter, tropische Stürme. Ja, haben wir alle schon vom Club of Rome in den 70er Jahren gehört, ist so nicht eingetreten. Wird es diesmal eintreten? Fragezeichen. Es passt auf jeden Fall ins apokalyptische Muster, das wir derzeit in diesem Bereich hier sehen. Zerbricht die Ampelkoalition in Deutschland wegen Wohlstandsspaltung? Hochinteressanter Artikel, der mal so ein bisschen beleuchtet, woher diese Unruhe auch in der Gesellschaft kommen könnte, warum die Ampel, die natürlich per se schon mal unglücklich agiert, hier auch unter Druck stehen könnte. Erste Empfehlung für einen Artikel und die zweite Empfehlung, hier der Hinweis von Nagel, dem Bundesbankchef, dass man ja vielleicht ab Sommer mal die Zinsen senken könnte. Manche finden das dovish, andere sagen, naja, erst ab Sommer, die Märkte preisen ja schon April spätestens ein für eine Zinssenkung durch die EZB. Also diese Zinsfrage, die so zentral ist für die Märkte, die wird hier zumindest für die Eurozone diskutiert. Erste und zweite Empfehlung, ich empfehle mich jetzt und sage Servus, ciao.